herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rosenkreuzstätte, Freudenschachel und Part 5. Ja, und ja, jetzt sind wir hier im goldenen Schloss von Iris mit den Instant Death Lasern. Das ist der letzte Boss, ne? Nee. Aber wir nähern uns dem Finale. Und das ist mein zweitliebster Soundtrack, also das zweitliebste Lied von mir aus dem Soundtrack des Spiels. Absolut geile Stage-Musik. Und die blauen Laser da, die kennt man auch aus Mega Man. Jede Berührung, und wenn es nur der kleine Zeh ist, endet sofort tödlich, so wie es sein soll. Ja, das macht die alten Retro-Spiele aus. Sobald du einen kleinen Fehler machst, bist du tot. Da ist nichts mit, ja gut, bist du da mal reingefallen in die Stacheln, kriegst nur Schaden, nee, instant death. So gehört sich das auch. Ich kenne auch tatsächlich ein Spiel, ob ich jetzt mich vertue, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kenne ich ein Spiel, in dem man nicht sterben kann, obwohl da gibt es viele Lego-Spiele beispielsweise. Aber welches Spiel ich jetzt gerade meine, ist Wario. Ich weiß aber nicht, welches Wario, ne? Ich glaube, das dritte. Auf jeden Fall gab es dann Wario Land. Wenn du gestorben bist, ist das Einzige, was passiert ist. Ich meine, irgendwie Münzen hast du verloren? Nee, dann war es nicht das dritte. Und hier braucht man übrigens einen Hund. Also diese Stelle hier zu schaffen, ist meines Wissens nach mit Freudia ohne Hund oder Eisflügel unmöglich. Weil Freudia kann nicht so hoch springen. Und der Laser, der braucht so eine Weile, um zu kommen, der hier, aber so schnell ist Freude ja nicht, als dass sie da durchkommt rechtzeitig. Ich habe das sehr oft ausprobiert und nie geschafft. Und ohne Hund ist diese Stelle meiner Ansicht nach unschaffbar. Mit Freude ja. Auf jeden Fall weiß ich nicht, welcher Teil. Weiß ich jetzt leider nicht, welcher Teil das denn ist. Allerdings kann ich mich meines Wissens doch daran erinnern, dass es, ich glaube, der zweite war. Auf jeden Fall, das Einzige, was passiert ist, wenn man gestorben ist, ich meine, entweder man hat Geld verloren oder und man wurde an einen anderen Platz gebracht. Also sagen wir mal in den Vorraum. Ja, fand ich auch ganz witzig, diese Idee, einfach nicht sterben zu können. Ja. Und ich finde die Idee mit den Plattformen und Invisible Blocks in Kombination mit den Strahlen sehr, sehr cool übrigens. Sehr schwierig, also sieht da. Es ist total einfach. Aber die Ideen sind großartig in der Stage einfach. Der Stage hat die besten Ideen, finde ich einfach. Das ist so eine geniale Idee. Ich meine, guck dir das an, das sieht richtig cool aus. Ist total simpel, während den Typen da nicht vergisst. Ja. Hätte ich noch schaffen können, aber der Typ hat mich getroffen. Weil ich so viel darüber geredet habe, dass es ja so simpel ist. Da dachte der sich, der ist unaufmerksam, den schließe ich mal ab. Ja. Das Spiel bestraft sofort. Ja, sag einem Spiel niemals, dass du es zu einfach findest, sonst stirbst du innerhalb von Sekunden. Gut. So. Das war fast ein bisschen zu früh, aber egal. Geschafft haben wir es. Ja, und jetzt guck mal hier. Den Platten. Sehr interessant. Die Idee ist doch geil, oder? Das sieht doch nur so cool aus. Ach, und direkt beim Boss. Ja, die Stage ist sehr kurz. Ey, ohne Mist, das sieht so hammer aus. Ja. What is a man? Das ist ja mal episch. Das ist episch, mein Kumpel. Das ist episch. Krass, und das ist der Boss. Jo. Ein bisschen übertrieben, wa? Ich könnte mir aber für einen Endboss vorstellen, aber what? Was hat das Viech für eine Schwäche? Der Kopierkreisel. Den ich ungern einsetzen möchte, weil der Kopierkreisel ist für diesen Boss ein One-Hit-KO. Wenn er von dem Ding einmal getroffen wird, ist er sofort kaputt. Instant. Das machst du einfach kurz vor dem. Okay, das. Ich find's mal interessant zu sehen, wie das aussieht. Nee, der stirbt dann einfach nur, das ist langweilig. Ach so. Die Idee ist zwar ganz witzig, aber nicht gerade spannend. Und Instant Death Laser hinter die Plattform stellen. Ist das nicht sogar der Boss, von dem du mir mal erzählt hast? Das weiß ich nicht. Falls ich mir erzählt, halt von einem Boss, der dadurch one-gehittet wird. Ja, dann wird das der gewesen sein. Das ist der einzige Boss, den man one-hitten kann. Obwohl er halt so kolossal aussieht. Ja. Und sobald der Hintergrund färbt, sofort runter von der Plattform und unter die Plattform stellen, sonst seid ihr tot. Ja,
Ja, tot. Weil die Laser sind natürlich auch im Bosskampf instant. Kill. Aber ansonsten macht er nur seinen lächerlichen Flammen und die Fäuste, die ein bisschen. Ja, die Fäuste sind Timingssache. Ansonsten stellt man sich hier drauf und schießt dann. Sehr knapp. Ja. Ein Zyklus noch überstehen und dann haben wir ihn. Ohne Schwäche. Entschuldigung. Ohne Schwäche, ohne E-Tank. Einfach Freudenstachel only gekillt. Weil eine One-Hit-Schwäche ist halt ein bisschen langweilig für eine LP. Dann blitzt er einmal kurz auf und dann war es das. Ja. Finde ich nicht so spannend. Jetzt kommt die Eris Stage 2. Ja. Ich auch eine richtig geile Stage. Ja. Ach. Drei Stages und ein Bosskampf. Also. Drei Stages und nach der dritten kommt nochmal ein Bosskampf. Gegen Eris, oder? Ja. Das Design wieder mal sehr episch. Ich weiß, dass ich das immer wiederhole, aber es ist einfach so. Bei dem Spiel kann man es auch nur immer wiederholen. Es ist einfach wirklich dermaßen gut designt. Also ich meine, wer findet dieses Hintergrundbild nicht episch? Und das Öl, also das rote Zeug hier ist kein Blut, das ist Öl. Und wenn die Flammen da reinspringen, dann wird es zur Instant Death Todesfalle. Und hier kommt man an diesen Blöcken, kommt man übrigens mit der Freudenfackel vorbei. Mal so nebenbei. Mal so nebenbei. Ja, ich dachte, ich erwähne es mal. Ja, wieso nicht? Boah. Und hier schnell durchschwimmen. Yep. Ja. Und das sieht auch so cool aus. Das ist ein... krass. Kann man durch das Eis. Ja, durch das Eis kann man natürlich Schaden bekommen. Oder? Ja, du meinst das blaue Feuer? Ja. Ja. Das macht sogar ziemlich viel Schaden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ungefähr ein Drittel der Maximal-AP müsste das an Schaden machen. Das ist heftig. Ja, ich meine, die Lebensleiste ist hier sowieso nur zur Zierde, weil, wie du siehst, hier ist fast alles Instant-Kill. Bis auf zwei, drei Ausnahmen der Stage. Ist eigentlich alles, was man berühren kann, sofort tödlich, also. Bis auf das doch. Übrigens, habe ich noch gar nicht gezeigt, Strudel. Während die rausholt, ja, killt die halt alles um einen herum. Kann, glaube ich, einen der Mini-Bosse one-hitten. Also mindestens einen. Und zwar den großen Metul. Kann man mit Lily one-hitten. Metul? Dieses große Viech, was auf den Boden aufstampft und dann wackelt alles. In der Hammerfrau-Stage. Ah, ja. Ich weiß, welches du meinst. Mhm. Und das wird halt durch Strudel gewonhittet. Und ich glaube, ich habe gerade einmal Lilly gesagt, kann das sein? Ja. Ja, Lilly ist die Fee im ersten Teil, deswegen. Kleine Verwechslung. Kleine Verwechslung erhalten die Freundschaft, sagt man ja. Oh Mann, was du Versprecher hast wieder. Ja, wenn man sich verspricht, dann muss man da auch irgendwas Lustiges draus drehen, dann geht das. Ja, was heftig auch. Ja, Instant Death Spikes. Aber es kommt noch schlimmer. Und zwar hier sieht man die noch, aber lustige Idee, hier sieht man die erst kurz bevor man sie berührt. Ich mag die Idee. Ich nicht. Man muss halt ein bisschen vorsichtig agieren. Jui. Und durch. Boah, ich bin so. Nicht. Viel zu sehr gespannt war. Ja, da kann ich dann auch nicht mehr reden. Und hier brauchen wir die Flammen. Denn jetzt müssen wir uns durch Eis schmelzen. Und es schmilzt. Das Eis, es schmilzt. Das Eis ist eine Sau, es schmilzt. Zu lange. Nee, das braucht genau richtig. Jetzt komme ich nämlich hier hoch. Und Leiter. Yeah. Viel Leben hast du jetzt? 6 Leben, 6 E-Tanks. Ja, ist doch gut. Die nächste Schwäche wäre die Eislanze. Aber? Ich will jetzt mal schauen, wie weit ich ohne komme. Einfach mal so. Schönes Hintergrundbild. Ja. Der nächste Boss ist...
Eifer, diesmal in ihrer richtigen Form. Am Anfang hat es mich an Nebulok erinnert, jetzt nicht mehr. Nee, das ist der Devil in so einem Spiel. Der Devil, der Teufel. Ja, Yellow Devil, kennst du nicht aus Mega Man? Der wohl bekannteste Mega Man Boss ever. Neben Wily. Leider nicht. Ja. Das Blöde an dem Boss ist, dass man ihn nur kurze Zeit hitten kann. Obwohl der eigentlich ein recht einfaches Muster hat. Wenn man das Timing raus hat. Willst du nicht vielleicht doch die Lanze benutzen? Mit dem versuche ich jetzt sowieso nicht mehr. Achso, ja. Gut. Ich merk's. Ja. Und tot. Ich benutze die Lanze einfach. Der Kampf ist zwar nicht unbedingt schwer, aber er dauert ewig, wenn man nur einen vollen Stachel benutzt, weil das Zeitfenster, in dem man den Boss treffen kann, ist so unglaublich klein. Und deswegen reißt mir einfach nach dem zweiten oder dritten Versuch der Geduldsfaden mit dem Boss. Weil der dauert ewig. Du kannst den nur 2 oder 3 Punkte Schaden machen in jedem Zyklus. Und guck mal, wie viele Striche der hat. Ja, ja. Das dauert mir einfach zu lange. Wie viel Schaden machen wir mit der Eispflanze? Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Halten. Ist heute nicht dein Ding, wa? Nee, der Typ gerade nicht. Ja, ein bisschen mehr. Das stimmt wohl. Das ist ein bisschen mehr. Die Idee ist gut. Ja. Mal hüpfende Bälle. Wow. Und da wollte sie gerade nicht schießen. Ist irgendein Grund. Wie ist es, wenn ich dort gewinnt? Ganz einfach. Sie sterben. Achso. Ich bin mal so frei. Wer ist denn deine Tank? Das ist ein Desperation Mode, wa? Jo. Ja. Und den finde ich auch wesentlich schwieriger. Vor allem, wenn man überhaupt nicht mehr weiß, wie der ging. Besiegt. Ja. Das ist doch schön. Der ist definitiv der nervigste Boss, einfach weil er lange braucht. Nicht weil er schwer ist, sondern weil er ewig lange braucht. Da habe ich jetzt einfach nicht die Geduld für. Vielleicht reiche ich irgendwann nochmal einen Challenge One nach, aber. Jetzt erstmal nicht. Nö, nö. Und jetzt kommt die letzte Stage? Ja, die letzte reguläre Stage, wobei die auch keine richtige Stage mehr ist. Die Stage selbst dauert 30 Sekunden ungefähr. Und dann kommt schon ein Boss und danach kommt noch ein Boss. Danach, also in dieser Stage kommen erstmal 8 Bosse und dann kommen nochmal 2 Bosse in derselben Stage. Okay, und storytechnisch, wie ist das zu vereinbaren? Das wirst du gleich sehen. Ach. Ich meine, jeder Mega Man-Spieler kennt es sowieso. Und der Raum ist der coolste, grafisch gesehen. Achte auf die Plattform. Schau sie dir an oder auf den Hintergrund. Na, bewegen sich die Plattform oder bewegen sie sich nicht? Oh Mist, ich weiß nicht. Das sieht aus, als ob sie sich bewegen würden. Sie bewegen sich übrigens nicht. Das ist nur eine optische Täuschung. Eine sehr gelungene. Das sieht nämlich echt so aus, als würden sie sich bewegen. Oh, krass. Guck mal hier. Das sind 8 Kapseln. Was meinst du, auf wen wir treffen? Ja. Die 8 Bosse. Interessant. Jo. Diesmal dürfen wir sie alle hintereinander besiegen. In einer Stage. Die sind sehr schwächer. Ja. Die sind genauso schwach wie vorher. Allerdings, jetzt hat man auf jeden Fall alle Waffen. Könnte die mit den Waffen machen. Ach, nö. Die machen zu viel Spaß. Ich will den Spaß nicht kaputt machen. Mit Waffen. Ja. Ja, ich kann verstehen, während die Schwarzkreuz-Bosse mit Waffen macht oder die Iris-Bosse, aber bei den Great 8-Bossen habe ich kein Verständnis dafür, ehrlich gesagt. Die sind in diesem Spiel so einfach, da hier sollte man echt problemlos Freundschaften irgendwie hinkriegen. Ja, ich denke nicht, dass ich das schaffen würde. Also, gut, aber wirklich einfach. Um bis dahin zu gelangen, muss man auch wirklich schon das Spiel ein bisschen besser können als nur Anfängerniveau, würde ich behaupten. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber die Bosse haben sehr kurze, einfache Muster. Also die haben normalerweise, jetzt Dolis nicht, aber die anderen haben alle einen Zyklus, einen festen, der besteht so aus 2, 3 Attacken bei den meisten. Die haben meistens nur 2, 3 Attacken drauf. Und wenn du allen 3 Attacken einigermaßen ausweichen kannst, dann
Und so schwer ist es ja nun nicht, drei Attacken auswendig zu lernen. Also. Ich meine, gut, die an späteren Bosse haben, glaube ich, auch nicht mehr als drei oder vier Moves, allerdings sind die dann etwas schneller. Das sind aber nicht die echten, oder? Nö. Das sind irgendwelche Kopien, die Iris wahrscheinlich erschaffen hat, einfach weil ihr langweilig war. Iris möchte uns ja unbedingt umbringen. Ja, Iris ist eine kleine Bitch. Aber sie ist definitiv eine süße kleine Bitch. Die sieht so unschuldig aus und tötet dich dann. Sie ist wirklich auch der stärkste Boss im Spiel. Hä? Was hier stärkste Boss ist? Ja, durchaus. Ja, doch, kann man schon sagen. Zumal sie halt mehrere Formen hat in dieser Stage. In dieser? Ja. Ich dachte, sie kommt jetzt in der nächsten. Die kommt auch schon in dieser Stage. Mit ihren zwei Wily-Machines, beziehungsweise Iris-Machines, und dann besiegt man sie und dann haut die ab. Und dann muss man sie Spoiler zu doch nicht! Ganz herausfordern. Jeder kennt Mega Man im Prinzip. Also. Das ist in jedem Mega Man-Spiel so. Oder in den meisten. Und die Bosse liegen lassen allerdings immer ein bisschen Energie liegen, ne? Während die besiegt, also. Hab ich gesehen, ja. Also ganz so unfair ist es nicht. Außer man spielt einen Sterblich-Mode, da hat man wie gesagt nur einen einzigen HP-Punkt und kann auch nicht mehr HP bekommen. Und muss dann trotzdem alles an einem Stück schaffen. Ohne einmal getroffen zu werden. Quasi. Und es gibt Leute, die das geschafft haben. Ich habe einen gesehen. Und der Typ ist krass. Der kann das Spiel noch mindestens 100-mal besser als ich. Wahrscheinlich sogar 1000-mal besser. Wobei wir das Spiel ja jetzt nicht spielen, um den Besten zu finden. Dann einfach um Spaß zu haben. Ja, ich spiele das so, wie ich es spielen würde, wenn ich einfach nur Spaß haben will mit dem Spiel. Ohne besondere Herausforderungen, einfach nur. Hast du denn gerade keinen Spaß? Doch, ich hab Spaß. So wie ich Spaß habe, spiele ich das. Ich mache mir da keine Herausforderungen, sondern ich spiele so wie immer. Die einfachen Bosse mache ich Freund Schachel Only und die etwas anspruchsvolleren. Ja, entweder mit Waffe oder mit Crosstrain. Oder mit beiden. Ja. Schwermutter. Dauert immer so lange. Zumindest bei mir. Weil mich in die Mitte zu stellen, ist mir einfach zu unsicher. Ja. Geisterwand. Geisterwand. Übrigens, Gerüchten zu folgen, soll im nächsten Rosenkreuz-Schilette-Spiel Schwermutter die Protagonistin sein. Ich weiß nicht, was daran wahr ist, aber angeblich ist sie die nächste Protagonistin. Wie das Spiel noch entwickelt? Wahrscheinlich schon. Ich meine, für Freudenstachel haben sie, glaube ich, 5 oder 6 Jahre gebraucht. Ich würde interessieren, mit welcher Entwicklungsumgebung. C-Sharp. T-Shirt? Nein. Ich wollte gerade sagen. Mit JavaScript. Ja? Mit einer Internetprogrammiersprache, so ein Spiel sicher. Ich wollte gerade sagen, es ist so ein bisschen. Ich gehe mal HP auffüllen, wa? Wie? Ja, bei ihr. Achso. Ja, da ist Zorne wieder zornig, aber naja. Auf jeden Fall ist sie bombig drauf. Boah, was ein Wort, ey. Ja, Zorn ist einfach Bombe. Zorn, ich mag sie, weil man mit ihr so viele schlechte Wortwitze machen kann wie mit keinem anderen Charakter. Der einzige Witz, den man noch einem anderen Charakter erzählen kann, der mir gerade einfällt, den werde ich gleich nennen, wenn wir bei dem Charakter sind. Ich erzähle gleich noch einen witzigen Witz, den wahrscheinlich keiner verstehen wird. Beziehungsweise kein wirklicher Witz, sondern eher so eine Art Wortspiel mit dem Namen. Ein bisschen rumgespielt mit dem Namen. Ja. Dann müsste die hier sein. Hier die Kapsel. Ja, Luste. Und jetzt pass auf. Hey, Luste. Hast du Lust, eine Runde die Siedler von Katan zu spielen? Und wer den Witz vollständig verstanden hat, der ist gut. Also nicht nur warum Lust ist, ja klar, aber warum Siedler von Katan? Erklär. Komm, auflösen. Ihr Nachname ist Täuber und sie ist benannt nach Klaus Täuber, dem Entwickler von dem Siedler-Spiel. Das heißt, der Spieleentwickler von Siedler ist hier, ja, quasi namentlich erwähnt.
Nicht schlecht. Übrigens gilt das, glaube ich, für alle RKS-Charaktere und Namen. Die Nachnamen sind immer von irgendwelchen Spieleentwicklern, glaube ich, zumindest. Glaubst du, Schwemmutter? Ja, ich glaube sogar die. Ich weiß noch nicht von mir. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß halt nur, dass Luste Täuber halt an Klaus Täuber angelehnt ist. Er sieht. Jo. Gut, jetzt haben wir eigentlich nur noch die einfachen. Ja, ist ja gut. Nö. Dummer Sakuya-Verschnitt. Und warum willst du nicht springen, Freunde? Freu dir, springen. Slide nicht so viel, so schnell durch. Was ist los? Sprich. Ich darf nicht auf die Uhr schauen. Wie lange soll dieser Part eigentlich gehen? Der letzte Boss wird wahrscheinlich ein eigener Part. Ja, okay. Gut zu wissen. Wir sind nämlich schon oder 21 wow. Minuten auf Sendung. Auf Sendung. Jetzt habe ich nicht aufgepasst und habe mich da voll treffen lassen. Ich habe mich gerade nicht bewegt, weil ich nicht auf den Bildschirm geschaut habe. Falls die Zuschauer sich wundern, warum bewegt das Typ sich nicht. Und lässt sich da einfach von einem Stein erschlagen. Jetzt einfach so schlecht. Nee, du lenkst mich ab mit deiner Frage nach der Uhr. Nee, von schlecht kann man hier nicht reden. Also ich glaube, die alle unsere Zuschauer werden auf jeden Fall bestätigen, dass du gut bist. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde mich besonders über die Bestätigung von einem Typen freuen. Nämlich von der Person, die das Spiel im sterblichen Mode durchgespielt hat. Aber. Ja, ich weiß nicht, ob der sich das ansieht. Mich würde es freuen. Eine große Ehre für dich. Ja. Der Typ ist wahrscheinlich einer der besten deutschen Mega Man-Spieler überhaupt. Ach, sogar ein Deutscher. Ja, der spielt auch richtig extrem krass Mega Man Hex und so. Also der Typ ist sowas von gestört, was das angeht. Erstmal loben, dann beleidigen. Das ist im positiven Sinne gemeint. Weil ein normaler Mensch, der wird sowas nicht schaffen, ganz ehrlich. Also ist er kein normaler. Nee, für mich jedenfalls nicht, also. Noch ein Boss. Der letzte. Grolli habe ich mir aufgehoben. Achso. Und irgendwie konnte ich gerade nicht schießen. Ja, es ist immer so ein Bug irgendwie bei mir. Wenn ich so eine Kapsel betrete, kann ich kurze Zeit weder springen noch schießen manchmal. Das hat mich auch bei Sichte gerade schon genervt. Ach, Rolla. Springst so viel rum. Ja, das hoffen wir. Ja, Rolla ist nun beim besten Willen keine Herausforderung. Und danach kommt zwei Essen. Jo. Und danach kommt... Und danach kommt das Finale. Iris. Ja, Iris und noch jemand. Jetzt gehe ich irgendwie... Warum gehe ich jetzt so auf Nahkampf? Ich bin mit meinen Gedanken schon woanders. Wurde. Und ganz ehrlich, wir machen hier einen kurzen Cut. Bis gleich. Bis gleich.